Warum ist Volleyball die geilste Sportart? Viel im Sand unterwegs, schnelle Bewegungen, immer neue Situationen und ja, heute in der Halle, aber üblicherweise an den schönsten Stränden dieser Welt. Weil es einfach sehr vielseitig ist. Man muss sehr viele verschiedene Bewegungen drauf haben und wie Nils gesagt hat, kommt dann auch ganz gut in der Welt rum. An schönen Stränden kann man spielen, ist ein schöner Nebeneffekt. Größter Förderer? Unsere lieben Sponsoren. Und unser Trainer. Der beste Hype-Song? Remember the Name. Von, weiß ich nicht. Von meiner. Wollte ich auch sagen. Eure größte Stärke? Größte Stärke? Nur eine. Arroganz bei Clemens. Nein, ich glaube, dass ich ganz gut mit dem Ball, oder Ballgefühl, sag ich mal. Ich kann viel essen. Und schnell vor allem. Ja, und ansonsten bin ich ziemlich groß. Und dafür noch relativ beweglich, das würde ich so sagen. Unsere gemeinsame Stärke ist natürlich, dass wir es gut verstehen, immer Spaß auf den Lippen haben. Wie sieht der perfekte Off-Day aus? Auf der Couch, entspannen und Käffchen trinken. Entspannt auf jeden Fall, dann nach der Trainingsrunde, aber so ein bisschen Action gerne, vielleicht eine Runde Kart fahren gehen oder so. Was ist das nächste große Ziel? Das nächste große Ziel ist Mexiko, das nächste EDCC-Turnier und damit wichtige Punkte für die Olympia-Quali. Vorher spielen wir nochmal King of the Court in Miami, um reinzukommen und machen Trainingslager dort. Und die anderen Ziele hat Clemens schon gedacht. Wollen wir mal Spaß haben.